Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Dieses Mal das angekündigte FAQ, was ich ja schon gesagt habe in meinem anderen Video. Ihr habt mir einige Fragen geschickt und ich gucke, dass ich auf diese Fragen so ausführlich wie es geht eingehen kann. Der Vorteil bei einer etwas kleineren Community ist ja, dass man halt auf die wenigen Fragen halt dann auch ein bisschen mehr labern kann. Ich habe euch auf Instagram, YouTube, in meiner Story und sogar ein paar Leute auf WhatsApp gefragt, was ich in diesem Video behandeln soll. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Story an. Fangen wir doch gleich mal an mit dem Chris. Chris Roundhouse, mit dem wir auch das Feature gemacht haben. Der gute Mann fragt, bester Rapper Deutschlands und warum? Das ist direkt eine harte Frage, weil ich finde, per Definition gibt es nicht den besten Rapper. Dafür ist die Musik einfach zu gewaltig, zu groß. Julians Blog hat mal versucht, das Ganze in Skill-Level einzuteilen, quasi in metrische Systeme, wodurch man dann eine Hierarchie bauen kann, ein Pyramidensystem, was aber zu Recht nicht immer auf Anklang gestoßen ist. Da gab es solche Indikatoren wie Reime, also die Silbenanzahl von Doppelreimen, die man benutzt. Oder auch die Dichte an Wortspielen und guten Punchlines, die Benutzung von komplizierteren Flows. Aber oft ist es so, für manche Songs ist es dienlich, wenn die Texte so simpel gehalten werden, wie es geht. Alle Stile abzudecken ist für einen einzigen Künstler unmöglich. Wirklich. Kein Kollege dieser Szene könnte auch gleichzeitig der beste Crow und der beste Alligator sein, wisst ihr? Diese Leute müssen ja gucken, dass sie die beste Version von sich selbst werden. Ich würde aber sagen, wenn man die Frage so umformuliert, wer denn skilltechnisch meiner Meinung nach der Rapper ist, der für mich das meiste Talent hat, dann müsste ich tatsächlich hier in Deutschland mit Kollega gehen, höchstwahrscheinlich. Denn der Mann hat so eine Dichte von Alben mit dem ZHT1 2005 bis jetzt aktuell, ist, was Reime angeht, einfach gigantisch hoch. Wirklich, ich habe zahllose Texte von ihm analysiert und bis heute höre ich immer wieder Songs an, die ich lange nicht gehört habe und mir klappt die Kinnlade runter, weil ich dann wieder merke, wie genial das eigentlich ist. Ich habe ja wirklich ein sehr offenes Ohr für Musik, was das angeht. Wenn da ein Song durchrattert bei mir, dann analysiere ich direkt. Ich bin einfach so gebaut. Ich bin einfach ein Analytiker und es ist einfach genial. Es gibt andere Rapper, die zum Beispiel einen saubereren Double Time haben, der auch länger ist, wie zum Beispiel bei San Diego. Oder Rapper, die themenbezogeneren Rap machen, wie Alligator. Oder und genauso genial sind, was oder sogar genialer, was den Aufbau von Tracks angeht. Aber was diese Konstante angeht, die Kollega da aufgebaut hat, in Verbindung mit dem gewaltigen Talent, ich glaube, das gibt es einfach in der Form nicht. Aber seht ihr, dann könnten andere schon wieder Alligator sagen, weil der wiederum nach der alten Schule mehrere Instrumente beherrscht, seine Beats selbst macht, super mischen kann. Außerdem, wie gesagt, dieses geniale Gefühl für themenbezogene Texte hat und vor allem aber auch mit Stilmitteln zu spielen, trotzdem Humor und Witz in seine Texte reinbringt und die beste Kontinuität in den Songs hat. Und dann gibt es aber auch Leute wie zum Beispiel San Diego, die gefühlt etwas weniger Punchlines haben in ihren Tracks, weniger geniale Wortspiele, dennoch relativ viele davon, aber diese Wortspiele mit so versierten Textpatterns kombinieren, also mit Silbensetzungen, wie zum Beispiel Triolen, Double und Triple Time und so weiter, und das dann noch mit einer guten Aussage kombinieren. Das ist auch wieder krass. Aber wisst ihr, wenn ich diese ganzen Rapper auf einen Podest stelle, dann würde ich damit jedem anderen Rapper, der das auch erfüllt, aber einfach nicht so bekannt ist, eine Bühne wegnehmen, die aber auch extrem gut sind. Zum Beispiel jemanden wie AT oder JGG Gary Washington, die ganzen Leute, die leider noch den JBB-Stempel haben, aber auch ein Gio, was haben wir noch? Nicht so ganz mein Fall, aber Entertainment zum Beispiel auch. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist ein Rabbit Hole. Je mehr man darüber redet, desto weiter rutscht man ab. Sorry, Chris, dass ich deine Frage nicht ganz so eindeutig beantworten konnte. Aber vielleicht hast du ja ein Gefühl davon bekommen, was in meinem Kopf abgeht. Die nächste Frage ist von Matthias. Der fragt, Apocalyptic Endgame oder Infinity besser? Im Endeffekt glaube ich Apocalyptic Infinity. Denn Apocalyptic Infinity hat diesen überkranken Worldwide Chopper Part, der angelehnt ist auf Worldwide Chopper von Tech9, mit ähnlichen Gitarren, langsamerem Beat und halt Quattro-Time-Passagen drin, was ich bis heute nachrappe und absolut überkrank ist. Apocalyptic Endgame ist auch ein 900 Bars Massaker, was aber halt nur vom Geist und von der Aggression und auch vom Hunger von Sunny kleines bisschen weniger stark ist. Das ist aber beides Top-Tier. Im Endeffekt würde ich aber auf jeden Fall sagen Apocalyptic Infinity. Dann unter meinem Post auf Instagram hat Isachan916 geschrieben. Zu dem Q&A. Würdest du von dir selbst sagen, dass du ein guter Rapper bist? Das ist eine Frage, die habe ich fairerweise natürlich schon im Vorfeld gelesen und mir einiges an den Kopf gemacht, denn das so einfach zu beantworten ist
krass. Ich sage ja meiner Musik ständig, dass ich der beste Rapper bin, den es gibt, so wie ein Rapper das immer machen sollte. Wir haben alle ein Ego-Problem, wir leben alle damit. Aber wenn ich das nüchtern betrachten soll, ich rede und denke fast hauptsächlich in Musik. Wenn ich in Gedanken bin, weiß fast jeder, wo ich bin mit meinem Kopf. Das bin ich ständig. Ich habe es ja schon gesagt, ich denke und reime, ich denke nur in Reimen und Wortspielen. Ich schreibe für mein Leben gerne. Es gibt kaum was, was mich so erfüllt, wie einen Text zu schreiben, ne? Zu rappen generell so verdammt gut. Aber von dem, was ihr bisher von mir gesehen habt, würde ich sagen, wirklich gut. So wirklich, wirklich gut. Wenn man sagen würde, Kolle ist gut, Sunny ist gut, Savage, Alter, Savage habe ich vorhin völlig vergessen, der ist auch Top-Tier. Dann würde ich sagen, nein, noch nicht. Aber ich hab gewaltige Ambitionen, was Rap angeht. Mich wird es noch eine Weile geben, beziehungsweise werde ich niemals damit aufhören. Ich bin so vernarrt da drin, ich bin so fokussiert, könnte man sagen. Ich kann gar nicht damit aufhören mit Rap. Ich könnte nicht sagen, ich hör damit auf, lass es liegen, weil ich mein Denken komplett darauf aufgebaut ist. Und bei all dem, was ich jetzt bisher geschrieben habe, was in den nächsten Monaten rauskommen wird, kann ich euch sagen, irgendwann bin ich ein guter Rapper. Und das wird nicht aufhören. Das heißt, vielleicht auch irgendwann ein sehr guter. Und vielleicht irgendwann mal top. Top-Tier. Mein absoluter Traum, wenn man so will. Und ja, dafür gebe ich alles. Ich hoffe, ich konnte deine Frage zufriedenstellend beantworten. Unter meinem YouTube-Video hat, Jadechrist oder Jadechrist alle geschrieben. Der übrigens auch einen super, super tollen Kommentar, wirklich mega süß geschrieben hat hier, dass er mein Denken nachvollziehen kann und wegen den Reactions gekommen ist und wegen der Musik geblieben ist und gespannt ist, was ich vorhabe. Das ist natürlich wirklich, ach, ist einfach schön, es ist wirklich schön. Ihr kennt meinen Twist so ein bisschen, die Leute, die mein Update-Video gesehen haben, die wissen ja, was so in meinem Kopf vorgeht. Dementsprechend pusht mich sowas extrem, wirklich. Dankeschön. Zu dem Q&A, bist du hauptsächlich Rap-Konsument oder gibst du dir auch andere Musik? Hauptsächlich, ja, tatsächlich Rap. Gerade so, ich glaube vor 2 Jahren habe ich 4 Jahre lang konstant nur Rap gehört. Und davor ganz viel Hardrock und Metal, sowas wie AC/DC und so in der Richtung. Mit dem Mainstream konnte ich nie sowas anfangen. Es gab immer 2, 3 Songs, die mir gefallen haben aus dem Radio. Aber größtenteils spricht mich das wirklich nicht an. Ich versuche das nicht zu verurteilen, aber gerade früher war ich ein ganz, ganz starker Rap-Fanatiker. Da habe ich wirklich alles, was wenig Reimsilben hatte und sehr geistlos vom Text war, verurteilt. Heutzutage weiß ich mehr. Heutzutage weiß ich, worauf es bei vielen ankommt. Aber so ein Mark Forster, nee, Mann, das könnte ich mir trotzdem immer noch nicht geben. Das ist einfach raus. Heute höre ich allerdings immer noch sehr gerne Metal. Sprich, sowas wie Metallica zum Beispiel. Also ich bin jetzt nicht deep drinne. System of a Down, aber auch nicht so viel. Nu Metal ist auch was mich sehr fasziniert. Ich will auch auf jeden Fall Trap Metal und sowas in der Zukunft machen. Da ist auch schon einiges in der Mache. John Mayer wurde mir jetzt empfohlen von meinem Klavierlehrer, den ich mir auch mal näher unter die Lupe nehmen will. Also ich versuche schon, meinen Geschmack ein bisschen auszuweiten. Elektro-Swing finde ich auch geil. Ich glaube ganz selten mal Techno, aber auch nicht alles. Orchestrale Musik finde ich mega stark. Da kriege ich immer Gänsehaut von, weil so richtig epischen Sachen. Quasi alles von Hans Zimmer. John Williams. Filmkomponisten liebe ich über alles. Ich habe vorhin gesagt, Pop nicht so meins, aber da gibt es natürlich auch Leute wie zum Beispiel so ein Michael Jackson oder so. Boah, top, wirklich geiler, wirklich geile Musik. Rock hatte ich gesagt, ZZ Top finde ich auch geil, so dieses Classic, Hard und normal Rock ist einfach geiler Shit für mich. Auch wenn der Text da oft kacke ist, höre ich halt nicht so stark drauf. Manchmal geht es bei mir tatsächlich auch. Ach so, und Dubstep, allerdings eher der oldschoolige. Brostep, was ja heutzutage als Dubstep verstanden wird, wie Skrillex macht, finde ich nicht alles geil. Auch ein paar Sachen, zum Beispiel Purple Lamborghini fand ich geil. So diese Kombination wieder aus Rap. Habe ich auch was vor in der Zukunft. Wenn man das so in seine Beats mit reinbringt, feiere ich das schon wie Digital Drama, der Produzent von SpongeBob das gemacht hat. Oder auch Vendetta Beats, mega gefeiert, will ich auch mehr machen in Zukunft. Diese Elemente finde ich geil. Und da stecke ich auf jeden Fall auch in anderen Genres. Aber ich höre mir am liebsten so Mischsongs an, also wo Rap drin ist und aber auch gleichzeitig halt irgendwas anderes, was ich gut finde. Orchestralen Rap, Metal Rap, Dubstep Rap. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr da Empfehlungen für mich habt, könnt ihr mir das gerne unten reinschreiben. So, Björn Eisen, mit dem ich auch ab und zu mal Kontakt habe und schreibe, fragt mich, was ist eigentlich dein aktuelles Logo? Skorpion oder Orca oder beides? Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe da so einen kleinen wieder inneren Kampf. Mein Logo ist jetzt seit 2, 3 Jahren Skorpion, weil es unter anderem mein Sternzeichen ist. Und ich bin zwar nicht so Bad Moms J-mäßig unterwegs, aber ich verbinde damit viel. Ich bin damit aufgewachsen. Und irgendwie fand ich, es hat immer gut auf meine Musik gepasst. Es ist ein bisschen edgy, es ist gefährlich, hat Ecken und Kanten so in der Richtung. Er spielt viel in der Symbolik mit, weil die Skorpione sehr bedacht sind, aber auch sehr, sehr fies. Und jetzt ist es aber so, Orcas, ich habe auch hier, der ist schon seit meinem 7. Lebensjahr
ist das mein Studiokollege, beziehungsweise Kuscheltier halt aus den Kindestagen. Den haben wir damals auf Teneriffa von den Kanaren, haben wir den geholt, nachdem ich eine Orca-Show gesehen habe und war halt verliebt in diese Tiere. Und hab Bücher gelesen über die, wollte damals sogar Meeresbiologe werden, das waren Zeiten. Ich verbinde so viel mit denen und finde die so geil, dass ich mir echt gedacht habe, so komm, eigentlich müsstest du einen Orca als Bild haben. Und weil ich auch ein sehr großer Venom-Fan bin, also der von Spider-Man, und ich finde, dass Orcas ähnliche Augen haben wie Venom, wollte ich als Logo schon immer, also was heißt schon immer, schon seit langem, einen Orca haben mit diesen Venom-Augen. Und viele haben gesagt, bring doch den Skorpion noch mit rein. Also haben wir uns gedacht, mach doch einen Orca mit Venom-Augen und so einem Skorpion-Stachel. Oder, weil du ja auch viel Hightech-Rap machst, also Rap mit vielen Reimen und komplexer Silbensetzung, typischer Chopper-Rap, so in der Richtung, mach doch einen mechanischen Orca mit einem roten Auge. Der kann dann so einen Skorpion-Schwanz haben oder so. Na, halt auch so Venom-Augen in der Platine. Wären geile Ideen, hätte ich super gerne. Ich habe aber bisher noch niemanden gefunden, der mir so ein Logo machen kann. Alter, ich würde viel Geld ausgeben für so ein Logo, wirklich. Aber ich habe auch Schiss, einfach auf Fiverr zu gehen, Geld rumzuwerfen und dann am Ende nur Zeug zu bekommen, was gar nicht meiner Vision entspricht. Deswegen muss ich noch jemanden finden, der mir das machen kann. Shoutout an Ruben und einen anderen Ruben noch in meinem Freundeskreis, die beide versucht haben, mir das zu machen. Ihr habt euer Bestes gegeben, Leute, und ich fand's geil, was ihr gemacht habt. Das waren auch gute Skizzen, aber leider im Endeffekt nicht das hundertprozentige Bild von dem, was ich wollte. Die Suche geht quasi weiter, bis dahin bleibt's noch der Skorpion. Beziehungsweise dieses kreisförmige Logo, was ich aktuell bei YouTube noch habe, was ich vor 3 Jahren mal selbst entworfen habe. Johnny Prinzip, mit dem ich jetzt schon 2 Songs gemacht habe, fragt mich, kennst du Menschen mit ADHS? Habe ich mir ja schon geantwortet hier unten drunter, genau 3. Einen davon habe ich vor der Cam entjungfert, wo ich gemeint habe, beim Videodreh, Johnny hat glaube ich 20 oder 30 Mal gesagt, dass er ADHS hat. Die anderen wären einmal mein Bro, Marshall, mit dem ich jetzt auch einen Song gemacht habe. Warte, wer war der Letzte? Achso, ja, irgend so ein Dude aus meiner alten Klasse. Und damit war es eigentlich auch schon fast mit dem FAQ. Ich wünschte, es wären mehr Fragen gewesen, aber ich glaube, für den Anfang war es okay. Und Ruben hatte mich noch auf WhatsApp gefragt, okay, Penislänge bei 0 Grad Celsius. Bitte mach das. Ich hatte meine Rap-Zeile geschrieben, die geht, du blickst schwer geschockt auf mein meterhohes Glied und leidest dein Leben lang an Megalophobie. Aber wenn du die Kurzfassung willst, so ungefähr 16 Meter oder so, keine Ahnung. War auf jeden Fall interessant. Denk dran, am 27.05. kommt der nächste Song raus. Das Musikvideo folgt ein paar Wochen später. Aber das werdet ihr dann sehen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß, es wird nicht so viel geklickt wie meine Reactions. Aber das ist der Scheiß, auf den ich mehr Bock habe. Gerne könnt ihr mir auch weitere Fragen reinstellen. Es wird auf jeden Fall mehr FAQs geben. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Ciao. Disco Nacht im Artemis, schwarzes Licht, harte Drinks, hacke dicht, aber ich tanze bis der Tag anbricht. Oh yeah, leckter Beckenbiss, fette Action mit Disco Speed, POV, bester Rapper in diesem Spiel, viel zu viel.